Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es vielleicht oben rechts schon erkennen könnt, wurde jetzt tatsächlich die Season nochmal verlängert und zwar jetzt bis zum 15. Juni, zumindest ist es dort das Live-Event. Und am Mittwoch, den 17. Juni, ist dann die neue Season. Das Ganze ist eben halt wegen den Ereignissen, die gerade in der USA sind. Es haben sich eben mal ein paar Firmen schon zu entschieden, dass sie alles etwas verschieben. Allerdings ist es jetzt natürlich nicht ganz so nice, dass wir eben halt noch mal länger warten müssen. Und das Problem ist eben halt, dass ich am Mittwoch, den 17. Juni, in der Schule bin. Und das ist eben halt die einzige Woche, wo ich in der Schule bin. Das heißt, ich kann dort auch keinen Livestream zur neuen Season machen, was sehr, sehr schade ist. Und ja, allerdings kann man eben mal nichts ändern. Ich hoffe, es findet dann wenigstens dort statt und wir müssen dann nicht noch mal eine Woche länger warten. Ja, auf jeden Fall wollte ich das noch kurz nochmal mitteilen. Wenn euch Videos hier natürlich auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an und dort haben wir heute den Astra-Skin wieder im Shop. Das würde jetzt natürlich auch bedeuten mit der Season-Verlängerung, dass wir noch weniger neue Items jetzt über die Zeit bekommen werden. Das heißt, wir werden jetzt gefühlt jede Woche nur noch einen neuen Skin im Item-Shop behalten, weil es ja gar nicht so viele geleakt gibt. Vielleicht kommt nächste Woche nochmal ein kleines Update, wo ein paar Skins reinkommen. Ich glaube es aber eher nicht. Das heißt, jetzt werden im Prinzip nur alte Skins wieder reingecycelt werden in den Shop. Auf jeden Fall haben wir hier einmal den Standardziel und dann den Sternziel. Dann haben wir dazu noch die Sternbildlackierung. Als nächstes haben wir dann hier noch den Baukumpel. Dort haben wir einmal vier verschiedene Ziele. Einmal den Schwein, den Rinde, den Vegetarisch-Ziel und dann den Garnelen-Ziel. Dann haben wir noch die Knödelkelle. Dann noch den, als nächstes hier den Fate-Skin, dazu dann die Schicksalsrahmen-Spitzhacke, dann den Spaltflügel-Gleiter, als nächstes haben wir dann hier noch die Maki-Meisterin, einmal im Standardstil und im Nachtstil, dann haben wir die Eisbrecher-Spitzhacke, als nächstes haben wir dann noch den Sealed Hair-Emote, dann den Armadillo-Skin, dann noch einfach einhändig. Und als letztes noch den Komm schon Emote. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.